Hallo, ihr lieben Seelen da draußen. Hier ist mal wieder die Andrea aus dem frühlingshaften Andalusien. Ist heute der 2. Januar 2018, das erste Video in diesem neuen Jahr. Und ich wünsche euch allen auf diesem Weg nochmal ein wundervolles, zauberschönes, produktives, kreatives Jahr. Genau. Und Thema heute ist mal wieder Seelenverbindung, Seelenpartnerschaft, Seelenliebe. Und zwar ganz konkret Sehnsucht. Und aus diesem Grund, weil ich das bei vielen anderen Menschen beobachte, dass das extrem ist teilweise, und auch ein ganz konkreter Grund, eine Frau, mit der ich seit längerem schon in ihren seelischen Prozessen begleite, hat mich die Tage genau auf dieses Thema auch angesprochen. Sie ist ihrer Seelenpartner begegnet im Irdischen und hatte sozusagen auch ein fast klärendes Gespräch. Nur sah es dann so aus, dass die beiden im Endeffekt nicht zusammengekommen sind, was aber auch eigentlich nicht dramatisch ist, weil beide noch in ihren Prozessen sind. Ich hatte ja schon mehrmals gesagt, dass eine Seelenverbindung auch extrem die Prozesse auslöst. Und für sie war es eigentlich dann okay, weil es war klar. Aber sie hat gesagt dann, sie hätte so eine große Sehnsucht, das wäre kaum noch auszuhalten. Das wäre so schmerzhaft, das wäre so in ihr drin. Und es wären auch Teile von ihm, von seiner Sehnsucht. Und sie kann damit überhaupt nicht umgehen und sie versteht es auch nicht, weil es ist ja eigentlich geklärt. Und ich weiß, dass das vielen so geht am Anfang, weil diese Sehnsucht am Anfang ist natürlich sehr groß. Du möchtest ja mit deinem Seelenpartner zusammen sein, die Seele. Aber im Irdischen, im Außen geht es halt noch nicht, weil der Mensch einfach noch nicht im Irdischen bereit dazu ist. Und das braucht ein paar Komponenten. Das braucht einmal die Arbeit an sich selber, dass man einen gewissen Stand erreicht hat mit sich selber, dass man sich selber liebt, dass man sich selber kennt, dass man sich erinnert. Das hatte ich ja schon in den ersten beiden Videos im Endeffekt gesagt. Und dann ist die Sehnsucht natürlich riesig und sehr, sehr schmerzhaft. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Aber die gute Nachricht, wenn ihr an euch arbeitet, also eigentlich geht es nur darum, diese Sehnsucht zuzulassen, sie anzunehmen und lernen, damit umzugehen. Und wenn ihr an euch arbeitet, je mehr ihr an euch arbeitet, je mehr ihr zu euch selber kommt, zu eurer Essenz, eure Essenz spürt, eure Seele, desto weniger massiv ist diese Sehnsucht. Sie bleibt, aber sie wird eher so eine Sehnsucht, die dann schön ist. Also ich habe jetzt eine Sehnsucht in mir, die ist nicht mehr so schmerzhaft. Die ist eigentlich schön. Es ist so wie mein Zuhause und es ist auch ein extremes Urvertrauen. Es hat sich eigentlich in so ein Urvertrauenssehnsucht gewandelt. Und das ist eine schöne Sehnsucht. Also wenn man es mal so bewertet. Und ich glaube zu meinen, dass das eben passiert, wenn je mehr man eben zu sich selber kommt und je mehr man sich fühlt, je mehr man sich liebt, je mehr man spürt, dass man jetzt ganz wird oder ganzer ist schon und dass man eigentlich ganz ist, ja, dass das der Seelenpartner ein Teil von einem ist, sondern dass er auch ganz ist und dass es zusammen, wenn man dann zusammen ist, einfach nochmal eine ganzere Ganzheit ist. Aber es ist kein Teil von dir. Es ist, ja, und dieses, je mehr du weißt, dass du ganz bist, dass du so richtig bist, wie du bist und dass dein Seelenpartner eben nicht ein Teil von dir ist, der dir fehlt. Wenn du das spürst und wenn du dann auch dieses Urvertrauen spürst, was ich im letzten Video gesagt habe, in dem Seelenliebe ist leise, dann ist die Sehnsucht
nicht mehr so schmerzhaft. Dann ist sie schön. Und dann ist auch irgendwann der Zeitpunkt, wo du eigentlich dann mit deinem Seelenpartner auch im Irdischen das Zusammensein genießen kannst. Und darum geht es ja, weil viele wollen damit mit ihm zusammen sein und die sind noch nicht so weit, weil sie ja eben damit nicht umgehen können. Und können das dann gar nicht genießen. Da ist dann irgendwie fast schon Krieg ausgebrochen, weil, ja, Krieg ist das falsche Wort vielleicht, aber da ist es echt anstrengend dann. Und deswegen ist es eigentlich fast besser, wenn du erstmal nicht mit deinem Seelenpartner zusammenkommst. Dann kannst du nämlich in Ruhe an dir selber arbeiten, ohne dass der andere da nochmal extrem involviert ist. Aber gut, es hat wahrscheinlich beides seine Vor- und Nachteile. Ich wollte noch was Wichtiges sagen. Ich habe es jetzt vergessen, das ist doof. Also es geht wirklich darum, diese Sehnsucht zu akzeptieren, sie anzunehmen, an sich selber zu arbeiten, dass man ganzer wird, dass man die Zusammenhänge begreift, im Inneren auch. Und dass man einfach begreift, dass der Seelenpartner nicht ein Teil von einem ist oder ein Stück deiner Seele, sondern er ist ein Stück weit, das hatte ich ja schon mal gesagt, du selber beziehungsweise aus deiner Essenz entsprungen. Und das ist einfach das Ding. Und und je mehr ihr halt ihr selber seid, desto mehr und der andere natürlich auch, geht ja nicht nur um dich, sondern eben auch um den anderen, desto eher klappt dann auch ein Zusammensein und desto mehr kannst du es dann auch genießen. Und das wünsche ich eigentlich jedem. Und ich glaube, in diesem Jahr wird auch viel passieren auf dieser Ebene von den Seelenverwandtschaften und Partnerschaften. Und es wird sich ziemlich viel fügen, eine Freundin von mir hat gerade gesagt, neulich, vorgestern glaube ich, das wäre das Venusjahr. Und ich weiß nicht, was das bedeutet, ich kenne mich mit Astrologie nicht aus, aber ich glaube, dass sich vieles fügen wird, auch wenn es immer noch schmerzhaft sein kann, wird klar, aber es wird sich vieles fügen, auch in diesen Seelenpartnerschaftlichen. Und Leute, habt einfach Geduld. Habt Geduld, arbeitet an euch. Nehmt das an, was da ist, auch wenn es schmerzhaft ist. Ich bin da auch durch einige ganz, ganz schmerzhafte Dinge gegangen. Kann man dann auch in meinem Blog teilweise nachlesen. Die habe ich dann so in so Worte mehr oder weniger versucht auszudrücken. Ich werde den Link dann nochmal unter das Video setzen. Da geht es auch teilweise um Sehnsucht und um den Schmerz. Aber das ist einfach wichtig, dass ihr das annehmt und einfach auch durchlebt. Aber wisst, dass dieser Schmerz eben auch vergeht, je mehr ihr selber werdet. Dann braucht ihr nämlich den anderen eigentlich gar nicht mehr. Wobei es natürlich schön ist, mit dem Seelenpartner zusammen zu sein, das ist klar. Ja, das war's, was ich euch eigentlich heute sagen wollte. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, könnt ihr kommentieren, mich fragen, was auch immer. Ich bin da. Alles Liebe. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.